ist der Podcast vom Fröbel-Kindergarten Regenbogen aus Köln-Ehrenfeld. Salve, questo è il podcast dell'asilo Arcobaleno di Colonia Ehrenfeld. Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Regenbogen-Podcast am Freitag, den 27. März 2020. Wie geht's euch denn heute? Heute haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Leonie erzählt die Geschichte von Tom und dem Klimawandel weiter, von der ihr am Mittwoch schon den Anfang hören konntet. Außerdem gibt es einen neuen Tischbruch, heute von Finn und Steffi. Sarah hat einen weiteren Zungenbrecher für euch und Leonie stellt uns noch ein leckeres Rezept für Brownies vor. Und zum Abschluss erzählt uns Lucia die Geschichte von der Motte Charlotte. Und auch ihr habt euch wieder bei uns gemeldet. Eni und Live bedanken sich bei uns für die Podcasts und das Morgenkreisvideo. Vor allem Eni schaut sich jeden Morgen das Video an und singt und macht mit. Live mag die Podcasts wirklich sehr und hört aufmerksam zu. Die beiden haben diese Woche aus leeren Toiletten und Küchenpapierrollen, die sie die letzten Wochen gesammelt haben, eine Murmelbahn gebastelt. Vielen Dank für diese kreative Idee! Und auch heute habe ich euch wieder ein Gedicht mitgebracht. Vielleicht wollt ihr es euch ja ein bisschen gemütlich machen, damit ihr euch entspannen könnt? Das Gedicht ist von Eduard Mörike. Er war ein deutscher Dichter und Erzähler und hat vor ungefähr 200 Jahren gelebt, nämlich von 1804 bis 1875. Das Gedicht heißt »Im Frühling« und ich dachte, das passt ganz gut, deshalb habe ich es ausgesucht. Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel, die Wolke wird mein Flügel, ein Vogel fliegt mir voraus, ach, sag mir, alleinzige Liebe, wo du bleibst, dass ich bei dir bliebe. Doch du und die Lüfte, ihr habt kein Haus. Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen, sehnend, sich dehnend, in Lieben und Hoffen. Frühling, was bist du gewillt? Wann werd ich gestillt? Die Wolke seh ich wandeln und den Fluss. Es dringt der Sonne goldner Kuss. Mir tief bis ins Geblüt hinein, die Augen, wunderbar berauschet, tun, als schliefen sie ein. Nur noch das Ohr, dem Ton der Biene lauschet. Ich denke dies und denke das, ich sehne mich und weiß nicht recht nach was. Halb ist es Lust, halb ist es Klage, mein Herz, o sage. Was wehst du für Erinnerung in golden-grüner Zweige Dämmerung? Alte, unnennbare Tage. Na, wie hat euch das Gedicht gefallen? Habt ihr noch weitere Ideen für unseren Reime-Eime von gestern? Ich bin mir sicher, ihr habt viele spannende Dinge und Reimwörter entdeckt. Vielleicht geht es ja am Montag los mit unserem ersten eigenen Regenbogengedicht. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns noch mehr aus eurem Alltag erzählt oder Lieder singt oder weitere Dinge für unseren Podcast beisteuert. Schickt uns doch einfach eure Beiträge per E-Mail an regenbogen-köln@fröbel-gruppe.de. Und wir wünschen euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und ganz viel Spaß mit unserem Podcast. Bis ganz bald, eure Silke. Ich bin's, Leonie. Na, scheint auch gerade bei euch die Sonne durchs Fenster. Das Wetter ist im Moment ja wirklich super schön. Ich hoffe, ihr könnt die Sonne wenigstens ein bisschen genießen. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch und habe mir gedacht, Moment, ich bin euch ja noch die Fortsetzung der Geschichte mit Tom schuldig. Erinnert ihr euch noch? Tom hatte unheimlich viele Fragen, gerade so zum Thema Klima
und Klimawandel und hat ja noch nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Vielleicht seid ihr ja auch neugierig, wie die Geschichte weitergeht. Am Nachmittag wollten Papa und Tom ja in den Wald gehen. Ich fange mal an. Am Nachmittag gehen Tom und Papa in den Wald. Die Bäume spenden ihnen Schatten und es ist dadurch nicht so warm. Jetzt habe ich etwas mehr Zeit, um dir alles in Ruhe zu erklären, sagt Papa. Wie du merkst, ist der Klimawandel ein sehr großes Thema. Ein wichtiger Punkt ist, dass Expertinnen und Experten mittlerweile festgestellt haben, dass der jetzige Klimawandel von Menschenhand gemacht ist. Was heißt das? Tom hat dieses Wort noch nie gehört. Das heißt, fährt Papa fort, dass wir Menschen den Klimawandel verursacht haben, also einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass die Erde sich schneller erwärmt als üblich. Aber was machen wir denn? Fragt Tom verblüfft. Hast du schon einmal von Kohlenstoffdioxid gehört? Papa schaut ihn an und ein Schmetterling fliegt an den beiden vorbei. Verwirrt sieht Tom Papa an. Nein, er schüttelt den Kopf. Kohlenstoffdioxid, kurz CO2 genannt, ist ein natürliches Gas. Wie die Luft können wir es nicht sehen, es ist also unsichtbar. In natürlichen Mengen ist CO2 nicht gefährlich, sondern sehr nützlich. Der Mensch selbst atmet es sogar aus. Wie? Tom guckt überrascht. Papa nickt wissend. Ja, wir atmen Luft ein und atmen CO2 wieder aus. Das Gas entsteht bei jeglicher Art von Verbrennung, wie bei uns zum Beispiel in Art von Kalorien im Körper. Aber auch wenn wir zum Beispiel mit dem Auto fahren, oder dem Flugzeug fliegen. Wird CO2 ausgestoßen. Und das Problem mittlerweile ist, dass es ja ziemlich viele Autos und ziemlich viele Flugzeuge gibt. Und alle stoßen eine Menge CO2 aus. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Tom überlegt kurz und sagt, ja, es gibt zu viel CO2. Richtig. Papa hält ihm die Hand hin und Tom schlägt ein. Nachdenklich gehen Papa und Tom weiter. Tom achtet ein wenig auf die Natur. Einige Bäume verlieren schon ihre Blätter. Schau mal, Papa. Aber es ist doch noch gar nicht Herbst. Papa nickt. Es hat leider viel zu lange nicht geregnet. Und anders wie im Garten kann man hier nicht so leicht wässern. Tom nickt nachdenklich. Heute Abend würde ich gerne mit dir zusammen die Pflanzen im Garten gießen. Klar, sagt Papa, gerne. Langsam machen sie sich auf den Rückweg. Das Problem mit dem zu vielen CO2, fährt Papa fort, ist, dass sich das CO2 wie eine Hülle um die Erde legt und somit die Sonnenstrahlen nicht wieder zurück ins Weltall entweichen können. Was bedeutet das genau? Fragt Tom. Das bedeutet, sagt Papa, dass sich die Wärme der Sonne auf der Erde staut und dadurch die Temperatur auf der Erde steigt. Erinnerst du dich noch, als wir letztens im Zoo im Tropenhaus waren? Oh ja, stöhnt Tom. Da war es super warm, obwohl es eigentlich draußen recht frisch war. Genau, sagt Papa. Das Tropenhaus besteht ja aus Glas. Das lässt die Wärme eindringen, hindert sie aber wieder hinauszutreten. Die Wärme wird also gespeichert und es bleibt länger warm. So ähnlich kannst du dir die Hülle aus CO2 um die Erde vorstellen. Hä? Sagt Tom. Die Hülle ist aus Glas? Papa lacht und schüttelt den Kopf. Nein, nein, diese besteht nicht aus Glas. Sie ist praktisch unsichtbar, so wie das Gas an sich. Das Tropenhaus ist nur ein anschauliches Beispiel. Ah, ich verstehe, sagt Tom. Puh, das ist ja ganz schön viel. Ja, sagt Papa, es gibt noch viel, viel mehr. Aber ich glaube, für heute reicht es erst einmal. Oder? Tom nickt. Auch
wenn ich noch weitere Fragen habe, kannst du die jederzeit zu mir kommen und ich beantworte sie dir, beendet Papa den Satz. Und jetzt schauen wir, wer zuerst bei den Fahrrädern ist. Auf die Plätze, fertig, los! Und beide beginnen lachend zu laufen. Na, da hat der Papa von Tom ja wieder einige Fragen beantwortet. Seid ihr auch jetzt ein bisschen schlauer? Also ich bin es auf jeden Fall. Dass um die Erde eine Hülle aus CO2 ist, die man nicht sieht, die aber die Wärme hält, damit sie auf der Erde bleibt, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Wirklich interessant. Dass man sie sich nicht wie Glas vorstellen kann, aber so ähnlich ist, finde ich auch interessant. Wart ihr denn auch schon mal im Tropenhaus im Kölner Zoo? Also ich war da, ich kann mich erinnern. Es ist wirklich viel wärmer als draußen. Wahrscheinlich hat der Vater von Tom recht. Die Wärme wird da einfach nochmal anders gespeichert. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen, die sich aus den Geschichten von Tom ergeben. Dann könnt ihr sie uns gerne per E-Mail schicken und ich beantworte sie in der nächsten Folge mit Tom. Ich glaube, auch Tom hat noch einige Fragen. Bleibt also gespannt, wie die Geschichte mit Tom weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eure Leonie. Tschüss! Ich armes, welches Teufli, bin müde vom Marschieren, Marschieren. Bin müde vom Marschieren. Ich hab verloren mein Teufli aus meinem Mantelsack. Sack aus meinem Mantelsack. Ich hab mich ausgefunden, was du verloren hast. Was du verloren hast. Ich hab verloren mein Teufli aus meinem Mantelsack. Aus meinem Wanderschirm. Ich habe welches Gefäckling aus meinem Wanderschirm. Aus meinem Wanderschirm. Ich habe welches Gefäckling aus meinem Wanderschirm. Aus meinem Wanderschirm. Ich bin die Raupe im Marsatz. Die immer Hunger hat. Und wenn es was zu essen gibt, dann sag ich guten Appetit. Bon Appetit, Pierre Video. Sciogli lingua. È il mio tre. Uno, due, tre. A pelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio d'Apollo. Adesso proviamo tutti insieme e lo facciamo lentamente. È il mio tre. Uno, due, tre. A pelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo. E adesso più veloce! A pelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio d'Apollo. Ciao bimbi! Thank you.
Hallo, meine Lieben, hier ist Leonie. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet und es geht euch gut. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal mit zum Backen. Wer mag nicht gerne backen? Und ich habe heute ein super leckeres Rezept mit Schokolade. Und ich denke, alle von euch mögen ja auch Schokolade. Diesmal habe ich euch mitgebracht ein Rezept für Schokoladenbrownies. Und vielleicht habt ihr Lust, die später mit Mama oder Papa nachzubacken. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Freude und sage euch dann jetzt mal, was wir erstmal alles brauchen und wie wir das Ganze dann machen. Also, am besten lasst ihr Mama oder Papa mitschreiben. Dann habt ihr nachher eine Rezepteliste und könnt euch das in Ruhe anschauen. Genau, also wir brauchen 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker. Ich habe das Rezept schon mal gemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich eher für Mamas und Papas interessant. Ich habe ein bisschen weniger Zucker genommen, weil durch die Schokolade ja auch nochmal Zucker und so dazukommt. Ich habe so ungefähr 100 Gramm Zucker genommen. Das reicht auch. Sie sind trotzdem super lecker und super süß. Dann 50 Gramm Kakaopulver. Da kann man entweder den Backkakao nehmen. Aber wenn man den zum Beispiel nicht zu Hause hat, kann man auch sehr gut den ganz normalen Kakao nehmen, den man morgens mit Milch trinkt. 200 Gramm dunkle Schokolade, da habe ich diese Kuvertüre genommen. 100 Gramm Apfelmus, 100 Milliliter pflanzliches Öl. Da gibt es ja auch verschiedene, da werdet ihr bestimmt eins zu Hause haben. Genau, dann hier steht jetzt noch 200 Milliliter pflanzliche Milch. Für die, die keine normale Milch benutzen, also ich benutze ja zum Beispiel auch keine. Aber es geht auch ganz normale Kuhmilch, also da seid ihr ganz frei und könnt das nehmen, was ihr zu Hause habt oder was ihr am liebsten mögt. Und 100 Gramm dunkle Schokochips. Genau. Ich habe alternativ zum Beispiel auch noch ein paar Walnüsse reingemacht beim letzten Mal. Aber das könnt ihr auch ergänzen, wie ihr wollt oder was ihr am liebsten mögt. Da seid ihr ganz frei. Genau, als erstes müssen wir den Ofen einstellen auf 180 Grad Umluft. Am besten macht ihr das mit Mama und Papa zusammen. Die kennen sich, glaube ich, mit dem Backofen doch ein bisschen besser aus. Dann verrühren wir für die Brownies zuerst alle trockenen Zutaten in einer großen Schüssel und verrühren das. Da könnt ihr bestimmt das schon ganz alleine verrühren, das schafft ihr. Die dunkle Schokolade müssen wir in einem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen. Ich habe es im Wasserbad gemacht, aber wie ihr wollt, das könnt ihr ganz frei entscheiden. Ich denke, von der Zeit her geht es unbedingt ungefähr gleich schnell. Danach, aber wirklich auch erst, wenn die Schokolade komplett geschmolzen ist, also es dürfen keine Stückchen mehr drin sein, sie muss richtig schön flüssig sein. Also ihr müsst auch da immer gut rühren, wenn ihr es beim Wasserbad macht. Danach die geschmolzene Schokolade mit dem Apfelmus, mit der Milch und das Öl in die Schüssel dazugeben und alles vermixen. Schön kräftig rühren. Das könnt ihr bestimmt richtig gut. Das macht ihr bei uns im Kindergarten, wenn wir für den Geburtstag backen, ja auch immer schon super. Dann brauchen wir nämlich noch eine eingefettete Auflaufform. Da könnt ihr eine nehmen, wie ihr sie zu Hause habt. Da gibt es jetzt keine bestimmte Form. Je nachdem, wie groß die Form ist, werden die Brownies dann etwas dicker oder etwas dünner. Die muss einmal noch eingefettet werden und mit etwas Kakaopulver ausgeklopft. Also da lasst ihr euch am besten von Mama und Papa ein bisschen helfen. Das einfetten und dann das Kakaopulver so ein bisschen, damit das so ein bisschen da drin ist. Genau. Dann kommt alles in die Form. Zum Schluss könnt ihr noch die Schokoladenchips oben drüber streuen oder halt wie gesagt Nüsse oder andere Dinge mit reinmachen. Danach kommt der Teig für 25 bis 30 Minuten. Also beim letzten Mal hat es 30 Minuten bei mir gedauert, bis der auch in der Mitte komplett dick war. Ich würde auch so 25 bis 30 Minuten einstellen und dann einfach mal mit einem Zahnstocher oder mit etwas anderem reinpieksen, um zu kontrollieren, dass der Teig auch schon fest ist. Genau. Und ein großer Tipp von mir ist noch, probiert die Brownies auf jeden Fall lauwarm, weil da schmecken sie echt am besten. Sie sind super schokoladig und echt lecker. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Freude mit dem Rezept. Ich hatte es auf jeden Fall und ich freue mich, von euch zu hören, wie es euch geschmeckt hat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eure Leonie. Tschüss!
Hallo zusammen, hier ist die Lucia und heute habe ich für euch eine Geschichte. Die kleine Motte Charlotte. Es war einmal eine kleine Motte namens Charlotte. Sobald Charlotte aus ihrem Kokon schlüpfte, hatte sie nur noch eines im Sinn. Am liebsten flog die kleine Motte Charlotte fröhlich durch die Lüfte. Sie erfreute sich an den warmen Sonnenschein und all den bunten, duftenden Blumen, die sie in der Natur finden konnte. Es war ihr erster Tag ganz alleine auf der Welt. Aber das störte Charlotte nicht. Sie flatterte munter durch die Lüfte. Charlotte erfreute sich daran, was sie hat, und machte sich keine Sorgen um ihr junges Mottenleben. Stunde um Stunde flog Charlotte fröhlich umher, landet hier und dort auf den Blumen, welche sie besonders schön und interessant fand. »Das riecht so süß und so lecker«, dachte sich Charlotte. Sie nippte an dem leckeren Saft, den sie in den vielen Blumen fand. Dutzenden Blumen später wurde der kleine Motte aber irgendwie mulmig. Es wurde Abend. Charlotte merkte, dass es auf einmal viel kälter wurde als zuvor. Es wurde auch immer dunkler und dunkler, bis die kleine Motte Charlotte kaum noch etwas sehen konnte. »Wo ist die Sonne hin?« Charlotte war ganz verzweifelt. Sie irrte umher und wusste nicht, wo sie noch hinfliegen sollte. Charlotte mochte es doch lieber warm und hell, als so dunkel und kalt. Doch da erblickte sie ein helles Licht in der Ferne. Schnurstracks flog Charlotte los, um nachzusehen, was denn dort ist. Sie entdeckte ein Haus und durch das Fenster schien ein helles Licht nach draußen. Charlotte traute sich zuerst nicht so recht, doch dann wurde ihr so kalt, dass Charlotte all ihren Mut zusammennahm und huschte durch das gekippte Fenster nach drinnen. Es war Charlotte so, dass sie ein kleines Sonnenkind entdeckte, welches an der Decke hing. Dort wollte sie hin. Es war hier warm und hell. Vor lauter Freude flog und tanzte Charlotte um dieses Licht herum. Sie war so glücklich darüber, endlich wieder einen warmen und hellen Ort gefunden zu haben. Plötzlich kam jemand in das Zimmer. Ach du Schreck! Charlotte wusste nicht, wer das sein könnte. Was hatte dieses Wesen vor? Es war ein kleiner Menschenjunge, welcher gerade zu Bett gehen wollte. Müde und gähnend ging der Junge zum Lichtschalter und zack, plötzlich war es wieder ganz dunkel im Raum. Der Junge legte sich in sein Bett und schlief wenig später ein. Oh nein, nicht schon wieder! Das Sonnenkind ist schon wieder verschwunden! Alles ist so finster, dachte sich die kleine Motte. Was sollte sie jetzt bloß tun? Nach einem kleinen Moment schnupperte Charlotte etwas Vertrautes. Nanu, was ist das für ein schöner Geruch? Das riecht ja fast wie auf der Blumenwiese. Da beschloss die Motte Charlotte, dem wohltuenden Duft zu folgen. Sie flog in den Kleiderschrank des kleinen Jungen, in dem viele frisch gewaschene Kleidungsstücke hingen. So suchte sich Charlotte eine schöne, kuschelige Stelle in dem Pullover des Jungen. »Oh, wie schön! Jetzt ist mir nicht mehr kalt. Hier bleibe ich.« Die kleine Motte Charlotte fühlte sich allerdings noch nicht so ganz wohl. Sie vermisste das helle Sonnenlicht sehr. Sie war hungrig. Und so begann sie vor Sorge an den wohlriechenden Pullover des Jungen zu knabbern. Sie fühlte sich dadurch wieder besser. Sie knabberte so lange, bis sie nach und nach müde wurde und irgendwann ins Reich der Mottenträume verschwand.
Als sie am nächsten Morgen aufwachte, traute sie ihre 100 Augen kaum. Die Erleichterung war riesig. Juhu, es ist wieder überall hell. Und kalt ist es jetzt auch nicht mehr, freute sich Charlotte. Die große Sonne strahlt wieder hell und warm. Der Tag war wieder da. Sie flog aus dem Kleiderschrank heraus und machte sich auf den Weg nach draußen, um all die schönen Blumen wiederzusehen, welche sie noch von gestern in schöner Erinnerung hatte. Charlotte fühlte sich ganz sicher und dachte, wenn es jetzt wieder dunkel wird, dann fliege ich zurück zum Sonnenkind, zu dem ganz leckeren, duftenden Pullover des kleinen Jungen. Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr demnächst eine Motte in eurem Haus entdeckt, dann wisst ihr auch warum. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss! Ja, das war er wieder, unser Podcast vom Freitag, den 27. März 2020. Ein schönes Wochenende euch allen.